Wenn ihr mit mehr als zwei Personen mit diesem Fahrzeug verreisen wollt, dann seid ihr vielleicht die falschen Ansprechpartner für diese Neuheit, die ich euch heute präsentiere. Es geht um den Detlefs Alpa i7820 und damit herzlich willkommen zum Caravan Salon in Düsseldorf. Wir sind jetzt heute schon am Donnerstag für euch angereist, um jetzt schon Videos für euch zu machen, und das Fahrzeug hinter mir ist eine Neuheit, die Detlefs neu rausgebracht hat. Wir haben äußerliche Änderungen, innerliche Änderungen kann man so sagen. Also das Interieur hat sich stark geändert beim Alpa und die Technik hat sich auch noch geändert. Es gibt ein paar Gimmicks, die ihr jetzt dazu bekommt, und was natürlich auch preislich passiert, darauf werden wir jetzt natürlich noch eingehen. Insgesamt stehen drei Grundrisse hier, einmal der 7820 als integriert und der 6820 sowohl als Alkoven als auch als integrierter. Wer also ein alleinreisendes Paar ist, für das auch Alpa steht, der wird hier wahrscheinlich bei diesem Fahrzeug sehr, sehr gut aufgehoben sein. Wir starten gleich mal rein mit den technischen Daten von dem Fahrzeug und sagen euch gleich mal, was auch preislich sich bei dem Alpa getan hat. Zunächst mal haben wir einen Grundpreis von 164.299 Euro. Wenn ihr das Fahrzeug jetzt mal mit einer ordentlichen Ausstattung betrachtet, so wie wir ihn hier stehen haben, dann sind wir bei ca. 200.000 Euro. Also da hat sich auf jeden Fall eine Kleinigkeit getan. Wir werden auch auf die technischen Daten für euch nochmal eingehen. Wir haben eine Länge von 8,85 Meter, eine Höhe von 3,04 Meter und eine Breite von 2,33 Meter und eine Innenstehhöhe von 2,08 Meter. Ist natürlich ein Doppelbodenfahrzeug, dementsprechend auch eine geringere Stehhöhe, aber 2,08 Meter sollte für die, ich würde mal sagen, für 95% der Menschen ausreichend sein. Alco-Tiefrahmen-Chassis ist ein Dreiachser. Wir haben die Abgasnorm Euro 6e, und zwar die neue, also römisch 6e, das heißt die neuere Abgasform. Wir haben eine Anhängelast gebremst von 1800, diese Displays, die sind top hier immer auf der Messe, ungebremst von 750 Kilo. Das Bettenmaß im Bug, das ist auch schön hier ausgestellt. Wir packen es euch selbstverständlich auch alles in die Videobeschreibung unten rein. Bettenmaß von 2,10 Meter mal 1,65 Meter, wenn ihr das ausbaut. Also das Bett auf der Fahrerseite ist ein bisschen länger als das auf der Beifahrerseite. Masse im fahrbereiten Zustand sind wir bei dem Fahrzeug plus minus 5%. Da gab es ja mal diese Thematik im Serienzustand bei 4040 Kilo. Mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 5 Tonnen haben wir dann eine Zuladung von 960 Kilo im Serienzustand. Das ist natürlich plus minus dieser Toleranz, die immer dann gewogen wird. Und wenn wir das Fahrzeug gut ausstatten, in dem Fall so wie hier, dann sind wir bei 760 Kilo Zuladung, also auch für euch mal zum Einordnen. Sitzplätze könnt ihr, habt ihr zwei, definitiv serienmäßig, logisch, Fahrer, Beifahrer, aber optional gibt es auch noch das Gurtsystem oder das Sicherheitssystem, was ihr Sonderausstattung noch mit reinpacken könnt. Dann habt ihr auch sogar vier Optionen. Jetzt springt mir sogar der Display weg. Einen Moment. Basismotorisierung sind 180 PS und das Garagenklappenmaß, das gucken wir uns gleich nochmal an, denn ich habe hier einen, ich habe heute ein Maßband dabei, Powered by Detlefs, das habe ich mir gerade von den Messebauern ausleihen dürfen, und dann gucken wir uns das alles noch mal wirklich im Genauesten an, wie es dann aussieht, wenn wir um das Fahrzeug mal herumgehen. Für euch gehen wir auch mal über die Pluspunkte ein, jetzt noch mal dazu, dieses Display ist top, ja, ich meine, drinnen wird es interessant, Raumgefühl und wie das Design ist, die Technik und so, das ist dann tatsächlich das Interessante, aber wir haben einen Profi-Gasherd mit Hochleistungsbrennern, wir haben dann noch mal hier diesen beladbaren Doppelboden, das werden wir euch gleich noch mal zeigen, eine große Heckgarage für eine Rundsitzgruppe, ja, das haben sie auch verbessert zu der neuen Alpa-Reihe, und die Stauraumklappe im Heck, die wir jetzt leider nicht hinkommen, weil das schon ein bisschen hier verbaut ist, aber die wir euch im Innen natürlich zeigen können. Was wichtig ist, ist die Sonderausstattung. Was hier alles in dem Fahrzeug drin ist, GT-Paket Silber, das heißt einmal hier diese Silber-Metallic-Lackierung, dann hier diese Anthrazit-Elemente, steht auch noch XL dabei, macht einfach so ein automotives Aussehen bei dem Fahrzeug. Die Light Moments sind hier dabei und das Travel-Paket. Im Travel-Paket sind einfach schon so ein paar Sachen mit drin, wie die Radioantenne, wie der Navisiva, das Sound-Paket und auch solche Geschichten wie jetzt ein Baldachin. Also Travel-Paket beim Alpa unbedingt auch mit anwählen. Das ist so eine Grundausstattung, die das Fahrzeug dann auch einfach ein bisschen logischer macht. Ein 32 Zoll Detlefs Alufelgen, sogar die Auflastung auf 5,4 Tonnen, auch Sonderausstattung, kriegt er mit dazu. Dachmarkise, Zerhacker-Toilette, wurde auch verbessert beim Alpa, also nochmal ein besseres System geworden, als es vorher schon war. Flachbildschirmhalter, solche Geschichten, und eine Keramikschüssel müsste hier jetzt auch noch dabei sein und selbstverständlich eine 6 Meter Markise, die in diesem Preis mit
enthalten ist. Gucken wir uns mal eine Neuheit an beim Alpha. Wir gehen mal in die Richtung. Ich habe gerade euch eine kleine Finte gemacht. Das ist nämlich das, was tatsächlich interessant ist vom Außendesign. Auch hier gehört zum GT-Paket dazu. Hier diese Spoilerlippe in Rot, ja, macht es einfach ein bisschen automotiver. Und der Alpha kommt mit einem neuen Heck. Das gleiche Heck, was wir auch hier sehen, wenn wir mal zum XXLA rüberschwenken. Das heißt, auch der Alpha gesellt sich in diese Premium-Oberklasse, in dieses Aussehen rein, was mit dem Nomad und dem XLI damals angefangen hat. Das bekommt jetzt eben auch der Alpha. Und damit sieht er auch wirklich wie ein echter und schöner Detlefs aus. Ja. Gucken wir einfach mal hier nochmal so eine schöne Totale vom Fahrzeug mit den Alufelgen, ist es dann doch meines Erachtens vom Außendesign her ein deutlich schickeres Fahrzeug, als das vorher war. Das ist natürlich Geschmackssache. Ihr dürft uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Was wir da hinten haben, das ist hier noch unsere Klappe. Und jetzt schaut da mal, ja, preislich steht sie zwar drin, aber verbaut haben wir sie dann tatsächlich doch nicht. Das ist jetzt die Heckgarage und ihr müsst überlegen, ja, wir können das jetzt nicht vergleichen mit einem Fahrzeug, das hinten zwei Doppelbetten hat, denn wir haben hier eine Rundsitzkuppe über uns. Das ist auch der Vorteil, der große Vorteil vom Alpha. Rundsitzkuppe im Heck gibt es bei Wohnmobilen eigentlich relativ selten. Das ist für Detlefs auch so ein bisschen dieses Flaggschiff. Zeige ich euch gleich mal, was ich damit meine. Wir haben jetzt hier ein Garagenmaß von, ja, nicht wie es auf den technischen Daten steht, sondern wenn wir wirklich auch diese Gummilippe einrechnen, haben wir so um die, ja, 85 cm in der Höhe und in der Breite. Auch da schauen wir uns das ganz genau an. Was haben wir da? Wenn wir auch die ganzen Verschlüsse und so wegnehmen, dann dürften es auch so an die 97 cm sein. Innen drin sieht es dann noch mal deutlich anders aus. Ja, da haben wir noch mal ein bisschen mehr. Da ist jetzt auch ein kleines Heizungsmodul von der Warmwasserheizung, die auch serienmäßig im Alpha mit dabei ist. Das heißt, hier kommen noch mal 10 cm mehr rein. Und was ihr auch beachten müsst, hier ist einfach noch Rahmen. Das kann man auch nicht weglassen. Das gehört einfach noch zur Rundsitzgruppe dazu. Nehmt euch dementsprechend auch ein bisschen Platz weg. Aber was ganz interessant ist, denn jetzt gehe ich doch mal rein. Hier hinten haben wir jetzt nämlich noch ein Durchladefach, wo noch mal richtig was reinpasst. Also ich ziehe hier das mal raus, was da drin lag. Da ist noch mal locker einen Meter nach hinten drin Platz. Jetzt sieht man es ein bisschen. Ne? Also er ist auf jeden Fall ein schöner, durchgängiger Platz vorhanden. Nochmal, also perfekt für Sub oder Kajak oder sonst was, was ihr halt von da hinten nach da vorne durchladen wollt. Genau, das ist halt auch dann seitens Detlefs nochmal gut gemacht. Ja. Ich kraxel jetzt hier wieder raus, nehme mein Maßband aber guten Gewissens mit. Ich bete jetzt, dass das offen ist. Jawohl. Hier jetzt nochmal eine Bodenklappe, ist jetzt nicht durchgängig, die haben wir von der anderen Seite. Was wir hier haben, ist einmal der Stromanschluss, eine kleine Wasserleitung. Das müsste sogar von der Toilette sein. Ja, das könnte die Leitung von der Zahaka-Toilette sein. Eben dieser beladbare Doppelboden, den wir hier bei dem 7820 haben. So, jetzt wird es natürlich wieder spannend, oder das Wichtigste ist natürlich das Raumgefühl im Fahrzeug, der Stauraum und was sich natürlich auch beim Detlefs jetzt innen drin verändert hat. So, kommt gerne mal rein und ich mache eine Kleinigkeit für euch, denn ich schalte hier mal das Licht an. Da haben wir so einen kleinen Effekt drin. Für viele, die unseren Kanal schon verfolgen, die werden dieses Design kennen. Das sage ich auch gleich nochmal dazu. Denn es ähnelt für mich sehr dem Detlefs Nomad, also dem Wohnwagen, dem etwas oberklassigeren Wohnwagen, den Detlefs anzubieten hat. Wir haben hier so ein skandinavisches Flair. Einmal Anthrazit-Elemente, wie jetzt zum Beispiel hier oder auch hier. Diese Rückwand hier von dem Fenster, auch so ein bisschen ein Anthrazit. Ein helles Holz, beziehungsweise dann doch nicht so hell, sondern eine sehr schöne Maserung. Und was auch schön ist, wenn ihr drüber fahrt, es ist auch sehr haptisch, ja, das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Man spürt auch diese Maserung, also es ist ein sehr hochwertiges Furnier. Die Klappen sind hochwertig, da hat man jetzt auch keine neuen Experimente gewagt. Also per se einfach eine sehr rustikale Holzoptik, also mit dieser Maserung, aber trotzdem irgendwie auch schlicht gehalten. Und der Rest sind
weiße Tischoberflächen. Dieses Grau, dieses Skandinavische, was wir sonst immer haben, haben wir hier auch drin. Ein bisschen tip-printed haben wir hier an der Seite, also auch wieder eine haptische Komponente. Und was mir eben wichtig ist und euch wahrscheinlich auch, ja, stabile Klappen. Also es sieht ein bisschen doof aus, ja, wenn hier einer so rumrüttelt, aber ein bewährtes System und es macht auch von der Hinsicht auch Sinn. Oben haben wir dann auch noch Baldachin, also wir können uns gerade mal rumdrehen. Josh, da kannst du vielleicht mal hinfilmen, dass wir mal diese Ebene hier kriegen, weil wir gehen ja auch mal in die Rundsitzgruppe. Einmal hinterleuchteter Baldachin mit indirekter Beleuchtung, sehr, sehr schön. Also Light Moments heißt es ja, also ist das Dach indirekt beleuchtet, ist die Seiten und der Boden und dass man noch Funktionsleuchten mit drin hat, aber macht einen riesen Unterschied. Ja, wir sind jetzt zwar in der dunklen Halle, in der Halle 7a von Detlefs, aber wenn wir jetzt am Tageslicht wären, würde hier wahnsinnig viel Tageslicht reinkommen durch diese zwei riesengroße Dachlüfter. Und wenn die beiden offen sind und ich sitze jetzt hier, dann kann ich wirklich extrem gut nach oben draußen schauen. Und das macht das Fahrzeug nochmal vom Raumgefühl deutlich schöner, muss ich sagen. Es ist sehr angenehm hier zu sitzen und ich mag mir es gar nicht ausdenken, wie es dann wirklich ist, wenn man mal draußen im Freien ist mit diesen beiden Dachfenstern. Und bei der Rundsitzgruppe auch top immer, ganz ehrlich, diese 360 Grad Rundumsicht. Ja. Ich kann hier auf jeden runter und raus gucken. Auf den meisten Campingplätzen. Aber in mein Fahrzeug können die Leute nicht so wirklich reinschauen. Ja. Was der Alpa extrem gut kann, schauen wir uns dann gleich vorne nochmal an. Ihr habt hier einen abgesperrten Raum. Das heißt, wenn wir vorne die Trennwand zumachen, das Hubbett runterfahren, dann habt ihr ja überhaupt nicht das Gefühl, in einem Fahrzeug zu sein, also in einem Wohnmobil, sondern als wärt ihr in einem kleinen Tiny House, was irgendwo in der Pampa steht. Ja. Und das ist so das schöne Gefühl, was der Alpa vermittelt. Welche Polster es gibt von dem Alpa, die werden wir euch selbstverständlich noch einblenden. Das ist jetzt auf jeden Fall eine helle Stoffvariante. Das müsste auch Serie sein. Ist auf jeden Fall sehr bequem. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das Ganze hier noch zu einem Bett umbauen. Ihr könnt auch die Stecksitze noch mit dazu optionieren, wenn ihr das wollt. Dann könnt ihr hier noch mal zwei Personen zusätzlich mitnehmen. Das ist dann halt die Frage. Also man kann hier noch einen Schlaf- und Sitzplatz draus machen, sodass noch mal zwei Personen zusätzlich mitkommen. Ja, dann haben wir noch unseren Karatek 32 Zoll, den wir hier runterziehen können. Die Position von dem Fernseher ist, glaube ich, ganz gut. Vielleicht wäre es schöner, wenn er ein bisschen weiter vorne wäre, dass alle aus der Sitzgruppe schauen können. Aber alle, die auf dieser Seite sind, können auch ganz normal mit drauf schauen. Die beiden Subwoofer links und rechts. Und was ich persönlich schön finde, dass wir dann auch ein bisschen das Fenster verdeckt, sodass halt von außen kein Licht reinkommt, das einen dann blenden würde oder sowas. Ne? Außerdem könnt ihr sowieso dann auch Rollos von hinten da noch runter machen. Der Fernseher ist gleich geblieben, da hat sich nichts geändert. Auch von der Sitzgruppe oder vom Grundriss an für sich hat sich nichts geändert. Also die Strukturen und die Formen vom Alpa sind gleich geblieben. Was sich geändert hat, sind die Klappen und auch die Technik. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Hubtisch können wir auch noch größer machen. Ich würde sagen, wir demonstrieren das mal schnell. Also auch wenn wir auf der Messe sind, wollen wir uns natürlich auch die nötige Zeit wieder nehmen für euch. So. Ganz simpel, ja, einfach auseinandergezogen, einmal mit Pushlock hochgestellt und dann wieder, also genauso geht es auch zurück. Das heißt, super schnell. Ja, und hier kann ich das Ganze dann fixieren. Und wie gesagt, das ist dann noch unser Hubtisch. Wie gesagt, wenn ich ein Bett umbauen möchte, einfach nach unten und dann ist das aufgebaut. Hinter der Sitzgruppe haben wir auch jede Menge Platz. Da solltest du mal reinfilmen, Josh, genau. Also könnt ihr mal sehen, wie tief das hier geht. Mein kompletter Unterarm passt hier rein. Auch hier wieder mit diesem Tip-Printed ist eine schöne Ablage. Erinnert so ein bisschen an ein Wohnzimmer zu Hause. Da noch zwei Klappen hinten. Hier auch nochmal. Also Softclose haben wir jetzt keins, aber ich meine, das ist jetzt bei so einer Klappe auch unüblich. Finde ich natürlich ein bisschen schade. Dann haben wir bei dem Alpa noch, also Stauraumseite, ich sehe da ja, ja, extrem viel Platz. Also für zwei Personen sollte das ausreichend sein. Haben tatsächlich auch viele Kunden, die in dem Alpa leben, weil das eines der wenigen Fahrzeuge ist, wo man zu zweit auch wirklich auch längere Fahrten überbrücken kann oder längere Reisen. Da ist jetzt so ein bisschen Krusch drin. Das lassen wir auch da, wo es bleibt. Und dann eben hier noch jede Menge Stauraum. Durchgängiges Fach.
Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fach, das ich perfekt gefunden hätte für einen Fernseher. Da hätte ich mir den persönlich gewünscht, so mit der Möglichkeit, den vielleicht aufzudrehen, dass man von der Sitzgruppe aus schauen kann und auch nicht so nah am Bildschirm sitzt. Aber das ist jetzt auch etwas, genau, ja. SAT-Anlage ist drin, ja, dazu kommen wir jetzt auch gleich zur Technik. Aber ich mache euch mal noch hier die Bodenklappe. Das wird das auch chronologisch durchgehen. Platz ist auf jeden Fall hier noch da. Warmwasserheizung hatte ich ja schon gesagt, ist serienmäßig mit drinne, die alte. Und auch hier nochmal Möglichkeit, das ist jetzt unser Frischwassertank mit entsprechender Verkabelung. Und hier geht es gerade weiter mit dem Abwassertank. Also gut zugänglich. Die anderen zwei machen wir jetzt auch noch der Vollständigkeit halber. Auch Abwasser, seht ihr auch mal. Das ist auch noch so ein Thema, ja, die Tankgrößen. Das ist jetzt hier wieder eine kleine Stauraumfläche. Beheizte Stauraumfläche, muss man dazu sagen. Die Tankgrößen packen wir euch noch in die Videobeschreibung. Ist natürlich für ein Premium-Fahrzeug in der Größe auch ganz klar gegeben. Dann sind wir bei der Küche angekommen. Ich habe zum einen bei der Küche die Möglichkeit der Zentralverriegelung. Und also wenn ich on drücke, ist sie an, ja, macht Sinn. Die Möglichkeit, ein schöner Apothekerauszug, ein großer. Hier haben wir nochmal einen kleinen. Da könnte man perfekt, sind jetzt perfekt die Mülleimer verstaut. Wäre schön, wenn die ein bisschen größer wären, um ehrlich zu sein, aber wollen jetzt nicht meckern. Und dann hier unsere Schubladen, schöner Besteckkasten, auch groß, perfekt für Töpfe und Teller. Und das gleiche dann hier nochmal. So, da oben dann noch die Stauraumklappen und die gehen auch tief rein. Die lassen die gar nicht vermuten. Also Platz ist auf jeden Fall da. Und da ist jetzt eben das angesprochene Premium-Kocherfeld von dem Alpa, das wir hier nochmal mit drin haben. Mit Piezo-Zündung beim Runterdrücken der Gashähne und auf jeden Fall auch einen guten Platz, um alles Mögliche hier zu verstauen. Ja. Stauraumseitig haben wir hier auch noch eine Möglichkeit. Das wäre vielleicht auch ein guter Punkt für den Fernseher. Ihr merkt schon, es ist mir sehr wichtig, wo der Fernseher hier im Fahrzeug steht. Und dann eben noch hier unsere Spüle mit dem multifunktionalen Schneidebrett, das ich dann auch hier auf die Spüle drauflegen kann. Kann hier dann schneiden, die Reste kann ich dann gerade in das Waschbecken kippen. Ist natürlich ein nettes Gimmick. Ja? Und das hier, das kriegt ihr, wenn ihr nett zu unseren Verkäufern seid auf der Messe. Und vielleicht auch ein Angebot bekommt. Ich weiß nicht, ob die Aktion noch gilt, aber es galt bisher immer auf den Messen, dass man so ein Detlefs Holz Kochlöffel-Set dazu bekommen hat. Und ich muss sagen, ich nutze die selber. Ich finde die sehr, sehr toll. Das ist mal so am Rande für euch. Ja. So, Backofen, Gefrier-Kühlschrank-Kombination von Dometic. In beide Richtungen öffnenbar. Ich denke, da brauchen wir nicht ins Detail gehen. Was wichtig für uns ist, ist nämlich hier der Badbereich. Das heißt also hier komplett der Raum ist abschließbar. Vorne zeige ich euch dann noch, wie man es dann auch noch machen kann. Also wie man hier diese, kann ja ich gleich machen, oder? Also hier können wir vorne dann auch noch komplett abschließen. Das klappen wir einfach mal nach unten. Und wenn wir jetzt das Hubbett runterfahren, dann ist auch der komplette Bereich hier abgeschlossen. Vorher muss ich jetzt noch die Sitze runter machen, aber das wäre dann sozusagen ein komplett abgesperrter Bereich. Da unten ist noch ein Riesenfach, ja, da passt extrem viel rein. Da ist noch ein kleiner Lichtschalter gewesen. Oh, das ist auch krass. Ja, das können wir auch kurz zeigen, guck mal. Ne, also, wow. Also längere Jacken oder sonst was easy hier unten zu verstauen. Und auch schön, dass man da von oben reinkommt. Da muss man sich nicht so rumbücken. Kann einfach beides aufmachen und reinhängen. Fertig ist es. Hoher Schrank nochmal. Oh, Entschuldigung. Und unsere komfortable Dusche. Das ist jetzt auch ein Kritikpunkt, den ich bei Detlefs nennen muss. Denn die Dusche ist vom Design her gleich geblieben. Also das finde ich jetzt ein bisschen schade. Der Platz ist natürlich top. Auch der Duschkopf mit der Druckwasserpumpe ist top. Da bin ich sehr zufrieden. Habe ich beim Alpa auch schon ausprobiert. Muss ich sagen, passt alles. Auch die Deko macht mir hier einen Strich durch die Rechnung.
Palmolive Pure, das kann ich mitnehmen ins Hotel. Ne, das heißt, stabile Duschkonstruktion, ein bewährtes Konzept, das funktioniert. Also wir haben da wenig Probleme seitens unserer Kunden. Das Wasser läuft gut ab. Es ist noch ein Holzlattenrost drunter, den ich persönlich gut finde, weil der Vorteil ist natürlich, wenn ihr drin geduscht habt oder die Dusche benutzt habt, dann könnt ihr den Holzlattenrost hinterher einfach drauf machen und habt dann keine nassen Füße, wenn ihr die Dusche betretet. Denn viele nutzen die Dusche ja, um gewisse nasse Sachen hier reinzuhängen. Und somit auch hier, also hier ist es auch möglich, ja, durch diese Kleiderstange, die ihr raus und rein machen könnt. So, wir haben jetzt noch einen Lichtschalter hier gefunden, denn wenn ich den oberen hier anmache, dann schaut mal. Achso, ja, ich zeige euch mal den Unterschied. Einmal die Bartür ist dann beleuchtet und hier oben noch ganz viel indirekte Beleuchtung, die das Fahrzeug nochmal richtig hell machen. In dem Fall, Herr Josch zeigt euch nochmal rum und wir gehen jetzt mal in die Toilette rein. Packe ich dich mal schnell in der Dusche. So. Das ist jetzt der abgesperrte Badbereich. Einmal unsere Toilette, in dem Fall hier Keramikschüssel. Das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man auch im Camper auf der Keramikschüssel sitzen darf. Ich mache jetzt mal den Test. Das ist echt gut. Jetzt gucken wir mal. Also wenn man es hier von der Seite sieht oder von der Seite reinschaut, dann sieht man es. Platz ist da, auch links und rechts ist Platz. Ist, denke ich mal, komfortabel. Auch drunter haben wir noch ein bisschen Stauraummöglichkeiten. Das Waschbecken ist jetzt ein normales Kunststoffwaschbecken. Und Spiegel haben wir en masse. Und dann natürlich auch Stauraum dahinter. Kleiderhaken hier hinten. Die ganze Wand hier ist auch tip-printed. Sieht schöner aus, sieht wohnlicher aus, schluckt, glaube ich, ein bisschen Schall und fühlt sich einfach gut an, wenn man drüber fährt. Also qualitativ ein sehr, sehr solides Fahrzeug. Wir fahren das Bett mal runter für euch. In dem Fall muss ich einfach hier die Sitze runter machen. Einfach ist gut, weil der Hebel hier auf der anderen Seite ist. Das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so geil. Um das jetzt mal so in aller Deutlichkeit zu sagen, hätte ich gerne auch innen liegend, weil dann müsste ich hier nicht so umständlich rumgreifen. Geht natürlich, ja, ist jetzt auch kein Problem. Und dann bleibt ihr gerade mal hier. Ich gehe an euch vorbei und mache mal das Bett runter. In dem Fall hier mit dem schönen Schalter, den Schlüssel, den dürft ihr auch nicht verlieren, wenn ihr mal einen Detlefs besitzen solltet. Und dann geht es ganz elektrisch. Hier ist jetzt auch ganz wichtig, dass ihr nicht das Bett irgendwo stehen lasst und dann reingeht. Es geht bei manchen Bettsystemen, aber das macht hier überhaupt keinen Sinn, denn erst wenn es ganz unten ist, ist es auch tatsächlich gerade. Und der Hintergrund ist einfach, dass wenn ihr nicht gerade seid, fließt euch das Blut in den Kopf. Macht doch überhaupt keinen Sinn, das überhaupt in einer anderen Position stehen zu lassen. Es ist halt auch schön bei dem Integrierten, denn ihr habt hier richtig schön Platz. Also für große Menschen echt top. Wir haben es ja damals euch auch schon vorgestellt. Wenn ich hier aufrecht drinne sitze, seht ihr ja mal, wie viel Platz ich habe vom Kopf her, was hier alles dann geht und wie bequem das Ganze dann auch ist. Es ist auf jeden Fall auch eine dicke Matratze drin. Guck mal, ein ordentliches Lattenrost. Wenn ich mich jetzt, also es geht jetzt hier nicht, aber hier einfach mal hinlege. Ich finde es bequem. Ich müsste jetzt natürlich auch mal über mehrere Nächte testen. Aber prinzipiell auf jeden Fall ordentlich. Links und rechts haben wir dann noch Leselampen und dieses Licht hier, diese indirekte Beleuchtung. Eine zweimal USB-Steckdose haben wir noch drin und von hier aus kann ich dann noch die indirekte Beleuchtung hier ausmachen. Kleines Dachfenster haben wir noch und dann sieht das Ganze gut aus. Ihr müsst ja auch nichts mehr am Bett umbauen. Ja, das ist schon, steht schon fest. Bettenlänge haben wir euch vorhin ja schon gesagt, findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und was wir hier jetzt haben, noch den Fernseher, ja, den kann man auch rausziehen. Genau hier oben. Und dann habe ich hier nochmal einen kleinen 22 Zoll. Der ist jetzt ab Werk, würde ich auch empfehlen, weil es einfach ein bisschen günstiger ist. Wenn ihr eh schon wisst, dass ihr einen haben wollt. Dazu braucht ihr natürlich eine Twin-LMB auf dem Dach. Die gibt es auch ab Werk von Detlefs, das heißt, dass ihr vorne und hinten unterschiedliche Programme schauen könnt. Und leider keine Schiebetür, aber einen Vorhang. Wie ist das alles?
ist jetzt ein bisschen mau. Also das muss ich sagen, ist vielleicht noch so ein Kritikpunkt. Ja. Ein Vorhang hier hinten drin. Wir haben jetzt hier keine Möglichkeit noch abzusperren. Natürlich, wenn ich die Toilette zumache, dann geht das Ganze. Aber mit Abdunkeln ist dann, also geht voll und ganz, aber trotzdem wäre natürlich schöner, wenn wir hier einen komplett durchgängigen Vorhang hätten von vorne bis hinten oder halt eine Schiebetür hier unten nochmal, die das Ganze abdichtet. Was wir aber haben, ist ein Fenster im Bett, einmal hier im integrierten und einmal auf der anderen Seite. Das ist ein bisschen außergewöhnlich und auch schön, denn durch diese beiden Fenster kommt natürlich auch schön Tageslicht. Gibt auch so das Gefühl, in einem separaten Fahrzeug drin zu sein. Ja, wenn wir jetzt mal hier gucken, muss ich sagen, haben wir jetzt nicht das Gefühl, in einem Wohnmobil zu sein, sondern für mich ist das eher so eine kleine Tiny-Wohnung. Das Fahrerhaus vorne ist ein Fiat drin. Zum Fiat haben wir nochmal ein separates Video gemacht. Da werde ich jetzt auch nicht mehr aufs Detail eingehen. Wir haben auf jeden Fall Agouti-Sitze drin, die luftverstellbar sind, das heißt auch in der Höhe verstellbar, also diese klassischen Premium-Sitze, die einfach die Bodenwellen ein bisschen ausgleichen, selbstfedernd sind. Da werden wir jetzt nicht nochmal aufs Detail eingehen, aber ich denke, das wird für euch auch selbsterklärend sein. Und zwar jetzt nochmal wichtig, euch dieses Raumgefühl von dem Alpha zu verkaufen, und das ist sein Vorteil. Schaut mal, wie ich mich hier bewegen kann, ja, also gut, ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass ich hier keine Deko umschmeiße, aber trotzdem, ja, ich bin 1,88 groß, ich habe ja die 2,08 Meter Stehhöhe angesprochen, ist absolut ausreichend und besonders ist hier dieses Gefühl. Ja, das Schlafzimmer ist vorne schön privat, man kann es abdunkeln, man kann auch die Tür zumachen von dem Bad, dann habt ihr eure Ruhe. Und hinten, da wo halt dann das Leben stattfindet, wenn ihr diese Tür zumacht, dann habt ihr richtig Raum, ihr habt Licht von oben, von der Seite, ihr könnt gut rausschauen, andere können aber nicht so gut reinschauen. Das ist echt ein schönes Gefühl, die Rundsitzgruppe ist extrem bequem, hat auch sowas Entspanntes, Schönes. Man kann ja auch schöne Abende zu zweit verbringen oder auch mit ein paar mehr Leuten und vielleicht noch einen Spieleabend machen, vielleicht Fernsehen gucken, sonst was. Das ist beim Alpha echt top. Wir haben einen stolzen Preis mit 199.000, wenn man gut ausstatten oder wenn man moderat ausstatten. Der Grundpreis bei 164 ist da nochmal ein anderes Thema. Dennoch ist es halt genau für solche Menschen gedacht, die ich am Anfang auch beschrieben hatte, also alleinreisende Paare. Selbstverständlich geht's auch, wir haben es ja gesehen. Sicherheitspaket, habt ihr hier nochmal zwei Sitze dazu. Ihr könnt das Bett umbauen und dann habt ihr eine Liegewiese noch mit dabei. Stauraum ist auf jeden Fall auch jede Menge vorhanden durch die Rundsitzgruppe. Ihr habt es ja gesehen, was wir alles für Klappen haben, wie tief die gehen. Wirklich ein kleines Tiny House auf Rädern und das soll der Alpha auch verkörpern. Das ist er auch und deswegen ist er auch so beliebt. Also ein wirklich herausstechender Grundriss und auch perfekt, um vielleicht mal mehrere Wochen in einem Fahrzeug zu zweit zu verbringen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf. Selbstverständlich auch über einen Daumen nach oben. Und das sind ja jetzt erst die Anfänge des Caravan Salon Düsseldorf. Wenn ihr Bock auf mehr Neuheiten habt, dann empfehle ich euch unbedingt, jetzt unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr die Videos nicht mehr. Und was natürlich auch ganz gut ist, checkt auch unbedingt noch unsere anderen Videos vom Caravan Salon. Wir haben schon einige richtig große Neuheiten abgefilmt und für euch hochgeladen. Und ich glaube, da wird was für euch dabei sein.